du scheinst wach zu sein, scheinst dich nicht zu bewegen. Dann nehme ich mal Scheiße auf den Slot. So, Dungebeet, unconscious. Oh, der ist ohnmächtig. Das müssen wir überhaupt nicht. So, und jetzt gucken wir mal hier an, was für ein Tupo-Wert. Okay, die haben 7860 Tupo. Hallo, meine lieben Freunde des guten Gameplays. Ich bin's, euer Alex Bodes von DGZ, aka Durchgezockt. Und wie spitzenmäßig ist, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Und herzlich willkommen. Ja, hier, das ist nur eine Kurzvorstellung. Also kein richtiges Gameplay. Aber guck mal, da hinten, da haben wir schon einen. Ne? Da haben wir die neuen. Ich darf es jetzt nicht falsch aussprechen. Ich muss nochmal genau nachgucken. Und zwar der Dimetrodon. Genau. Das ist jetzt ein Level 64. Charakteristisch sind hier, ist dieser Fächer. Deswegen hat er auch keinen Sattel zur Verfügung. Hier an der Seite hat er auch noch ein paar Flügel und der Kamm ist auch anders. Also es gibt ihn in verschiedenen Farben. Hier haben wir einen Käfer rumlaufen. Normalerweise läuft er hier nicht rum. Die kommen hauptsächlich, sollen die in Höhlen vorkommen. Und dann kümmern wir uns doch erstmal hier um diese kleinen Viecher. Zack. Also sind eigentlich friedlich die Tierchen. Also sie greifen keinen an, obwohl es ein Fleischfresser ist. Ne? Lahmarschig sind sie auch noch, kommt dazu. Also besonders schnell sind die jetzt nicht. Na, wie ich hier gerade merke. Also ich bin jetzt normale Gehgeschwindigkeit. Und kann sie jetzt ganz gemütlich hier mal eben kurz flachlegen. So, da gibt es mit Sicherheit ein paar schöne Exemplare. Komm, dich triggern wir auch nochmal. Ah, jetzt kommt schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt irgendwelchen Weg... Der hat böse geguckt. Komm. Ich will euch doch nur mal eben kurz zähmen und euch vorstellen. Stellt euch nicht so an. Aber scheint einen kräftigen Tupor zu haben. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Zack. Ups. Der ging daneben. Zum Glück habe ich genügend Pfeile dabei. Der ging auch daneben. Oh, das mochte der überhaupt nicht. Jetzt habe ich ja alles am Arsch. Okay, der haut jetzt ab. Ach süß, guck mal, wie lahmarschig die sind. Ja, gut. Das geht ja, ne? Warte. Eine Rollanimation sollen die Viecher auch haben. Aber ich glaube, die kann man nicht reiten, ne? Da ist noch einer. Ach, meine Fresse, nee. Hey, muss auch schon treffen. Das Ei lenkt mich total ab. Wo sind denn deine Kollegen? Da waren doch gerade mehr von euch. Wo sind die anderen? Ach, die rennen weg. Die Feigensäue. Guck mal, kommen die da die Wand hoch? Kommt mal wieder hier. Sag mal böse auf mich hier. So, dann dürfte es auch gleich. Der grinst einen voll an, wenn er einen von vorne kommt, ne? Süß. Komm, Marine. Das Video soll doch nur eine Kurzvorstellung sein. Zack. Ja. Boah, wie viel vertragen die? Aua! Kommt auch noch von hinten einer. Käfer. Ah, die Käfer sind natürlich schön bunt, ne? Ja, zum Zähmen der Käfer braucht man, soweit ich weiß, Scheiße. Boah, Alter! Ich glaube, die sind noch gut verbackt. Jetzt kipp doch mal um. Also, der Käfer, der ist stillgelegt. Also, das ist jetzt keine besondere Animation hier. Kann ich da schon drauf zugreifen? Nö. Kann ich nicht. Die Frage, muss man die per Hand füttern? Ich weiß es nicht. Aber werden wir gleich feststellen. Ja, bleib mal stehen. Hör mal auf, mich hier zu verfolgen. Haben grünes Blut, genauso wie die große Spinne. Und ihr... Also hier scheint noch irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Schade eigentlich. Aber es ist ja auch das erste Update. Bleib doch mal stehen. So, machen wir jetzt mal. Benutzen wir jetzt mal die Sheets hier. Aua. So, bevor er mich tötet hier. So, ich habe jetzt so ein Viech gezähmt. Und, was kann ich damit?
Ja, komm, zähm ich dich jetzt hier auch nochmal eben kurz. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal ruhig hier. So, und jetzt gucken wir mal hier an, was für ein Tupro-Wert. Okay, die haben 7860 Tupro. Ja, kein Wunder, dass der so lahmarschig zum Zähmen ist. Das ist natürlich heftig. Kann ich das Tierchen denn reiten? Nee, sieht nicht so aus. So, Vorteil dieses Tierchen ist natürlich, dass man damit... So, und jetzt gucke ich mal, ob ich die Tierchen jetzt zähmen kann. Du scheinst wach zu sein, scheint sich nicht zu bewegen. Dann nehme ich mal Scheiße auf den Slot. So, danke, Beat. Unconscious. Oh, der ist ohnmächtig. Das mögen wir überhaupt nicht. Hm, da müssen wir mal einen anderen Dumblebee. Aua. Okay, ich bitte dir doch Scheiße an. Okay, 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 okay. Das ist ja fies. Das ist ja fies. Aua. Also scheint zu funktionieren. Oder? Jetzt habe ich ihm Scheiße hingeschmissen. Put food into last. Nein! Jungs, Jungs, tut dem doch nichts. Zerknut euch doch nicht. Ach, Jungs. Bisschen passiv. Habt ihr jetzt ihn umgebracht? Ihr habt den jetzt umgebracht, typisch. So, dann machen wir das nochmal. So, jetzt packe ich wieder Scheiße in meinen letzten Slot. Aua! Weiß mich doch nicht. So, ich renn mal weg. Zack, 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 zack. Ist ja voll schwer. Jetzt schmeiß ich Scheiße auf ihn, anstatt ihn damit zu füttern. So, er hat sich jetzt beruhigt. Okay. So. Ja, okay, das klappt zumindest. Das ist ja ätzend, doch. Warten, warten, bis er hungrig ist. Okay. Mann, geht der komisch. Gucken wir uns den mal an. Okay, das dauert mir jetzt so lange. Mal jetzt auch mal. Du, tame. So. Ja. Also, you have tamed Danglebeat. So, dann gucken wir uns nochmal die inneren Werte an von so einem Tierchen. 400 Health, Stamina 100. Ja, Movement und 620. Ja, viel halten die nicht aus. Aber natürlich das Ärgerliche oder Schwierige ist, die aus der Hand zu füttern mit Scheiße. Je größer die Scheiße, desto besser der Taming-Erfolg an dieser Stelle. Und hier die Kleinen hier. Oder die Kleinen hier. Die haben ja einen riesen Turbo-Wert. Irgendwie süß. Irgendwie süß. Guck mich mal an, Jungs. Schön. Und die sollen die Temperatur hier regeln mit ihren Fächern. Sowohl gegen Hitze als auch Kälte sollen sie hier mich befächern und sind normalerweise friedliche Tiere. So, was gibt's noch sonst zu sagen? Nö, jo. Sollen sich in Sümpfen aufhalten und die Scheißdinger sollen sich... Pack da mal alle Scheiße rein, Transfer all Items. Und dann produziert doch mal daraus Scheiße. Scheiße sei schon. Fertilizer. Vielleicht muss man auch noch Fetch dazu packen. Keine Ahnung. Das muss ich noch herausfinden. Inwieweit das ist. Angeblich soll man die Sachen da reinlegen können. Und dann macht er daraus Fertilizer. Drop Item, habe ich dich überladen? Jo. Hau ich da mal eben kurz noch Fetch rein. Echt, ey. Und das wäre natürlich genial, wenn du jetzt aus Fetch und Dung Fertilizer machen würdest. Das wäre klasse. Mach mal süßer. Oh, aber die Farben sind natürlich klasse, ne? Gucken wir uns den mal hier an. Guck dir das mal an hier. Guck dir das mal an. So, hör auf, mich zu ärgern. Nein. Hör auf, mich zu ärgern. Komm.
Ich hab nicht den Gott-Modus an. Aua. Was für ein Level bist du denn? So, Jungs. Es ist jetzt alles grün. Und wenn es gleich hell wird, jo, kann ich nur sagen, wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast, hier bei den ersten Eindrücken von den Viechern. Bis dahin kann ich nur sagen, ich bin der Alex Bootes von DGZ, ich bin immer für euch da und schalt mal wieder ein, wenn es heißt Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.